Ohne Hotkey funktioniert diese Push-to-Talk-Geschichte nicht. Das heißt, ja, auch wenn er da jetzt hingewechselt hat, ohne Hotkey keine Chance. Jetzt ist natürlich vielleicht die Frage von euch, ja, wie verbinde ich das Ganze mit Zwift? Ja, gar nicht. Ihr fahrt ganz normal Zwift, das läuft parallel. Nein. Nein. Was seid ihr? Nein. Viel Spaß beim Aussehen, ja. Das kommt immer so. Ich dachte, keiner darf vor Ingo fahren. Genau. Ja, heute geht's um Zwift. Und zwar, wie mache ich Zwift, ja, talkingfähig, so dass ich mit meinen Mitfahrern sprechen kann. Und da gibt's eine App, ja, State of the Art unter Gamern. Das ist die App Discord. Und wir haben die schon im Einsatz, weil wir ja jetzt sehr, sehr coole Events machen, also selber Zwift-Events mit Enjoy Your Bike zusammen. Beim letzten waren 500 Fahrer dabei, morgen ist das nächste. Und ja, jetzt mache ich eine kleine Einführung in Discord, weil einige doch, für die ist das komplett neu. Also es geht wirklich darum, Schritt für Schritt, wie richte ich meinen Account ein, wie komme ich auf den Discord-Server von Enjoy Your Bike für die Events. Ja, aber auch als kleiner Bonus, ja, wie richte ich denn meinen eigenen Discord-Server ein? Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wie stelle ich den ein, was die Kommunikation angeht? Wir fahren jetzt mit über 500 Leuten, da müssen wir vielleicht anders kommunizieren, als wenn man zu dritt im Sprachchat ist. Ja, was braucht man für Discord? Ja, am besten einen Computer, Smartphone, da gibt es eine App. Auf dem Computer gibt es eine App, man kann das Ganze auch im Browser laufen lassen. Es geht auch auf dem Tablet und... Ja, idealerweise, wenn ihr Zwift fahrt, nie ohne Kopfhörer, weil der Computer zum Beispiel oder das iPhone oder andere Smartphones ja den ganzen Raum aufnehmen. Das heißt, da kommen dann die ganzen Geräusche von eurem Smart-Trainer mit drauf, Nebengeräusche, wenn jemand ins Zimmer kommt und so weiter. Und je näher das Mikrofon am Mund ist, das ist übrigens auch, warum ich hier so ein Lavalier-Mikrofon jetzt bei der Videoaufnahme trage, desto eher wird auch nur der Ton aufgenommen, der aus meinem Mund rauskommt. Und das wollen wir ja. Das heißt, wir wollen ja bei Discord die Leute nicht mit unserem klappernden Gerät nerven. Und deswegen nutze ich jetzt zum Beispiel hier die AirPods, während ich fahre, oder man nimmt irgendwelche anderen Bluetooth-Kopfhörer, kabelgebundene Kopfhörer, was auch immer. Dann jetzt wirklich Basics, könnt ihr auch gerne überspringen. Ich lege mir jetzt erstmal einen Account an. Ja, ich mache jetzt hier einen zweiten Account für mich, weil ich ja schon einen habe. Ihr geht auf die Webseite discord.com, oben rechts auf Anmelden. Hier steht Willkommen zurück, ich möchte mich aber neu registrieren. Ich gebe dann hier meine E-Mail-Adresse rein. Das ist übrigens auch unsere E-Mail-Adresse, an die ihr gerne Feedback schicken könnt, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr vielleicht nicht öffentlich in die Kommentare schreiben möchtet. Alles eingetragen. Das Geburtsdatum ist nicht mein Geburtsdatum und auch nicht mein Geburtstag. Ihr seid jetzt also angemeldet. Ihr habt jetzt dieses Fenster, erstelle deinen ersten Discord-Server. Ja, was soll ich denn mit dem Server? IT-mäßig, das ist also ein ganz komischer Begriff und dann hat man ein bisschen Angst, dass man da Geld für bezahlen muss. Ohne das geht's aber nicht. Entweder ich stelle meinen eigenen Server, was ich euch später noch zeige, wenn ihr mit Freunden fahren wollt, oder... Ja, ich trete einem Server bei. Um einem Server beizutreten, ist es jetzt nicht ganz so einfach. Ja, Server ist auch irgendwie ein komisches Wort dafür. Letztendlich ist es so, ja, so eine Art Account. Nennen wir es mal Account. Ich habe einen Enjoy Your Bike Account und dazu lade ich alle meine Mitfahrer ein. Da sind derzeit 500, 600 Leute drin, die bei unseren Events teilnehmen. Und die lade ich ein über einen Invitation Link, das heißt über einen Einladungslink. Habe ich einen Server selber erstellt, muss ich natürlich all meinen Freunden, die da mit rein sollen, auch einen Einladungslink senden. Es reicht übrigens nicht, den Serverlink zu senden. Man muss wirklich explizit einen Einladungslink senden und dann erst hat man die Möglichkeit, einem Server beizutreten. Ja, in unserem Fall würde ich jetzt mal sagen, mit diesem Test-Account treten wir erstmal dem Enjoy Your Bike Server bei. Hier unten ganz klein steht das, hast du schon eine Einladung? Bitte dem Server beitreten und dann seht ihr hier schon, ihr müsst diesen Einladungslink eintragen. Wo bekommt man den her? Ja, in unserem Fall steht der auf der Startseite unserer Webseite, beziehungsweise hier gibt es den Punkt Zwift Events. Hier findet ihr auch immer die nächsten Veranstaltungen und so ein paar Infos und auch ein kleines Podcast-Video, wo wir das ein bisschen erklären. Und hier unten findet ihr unseren Einladungslink. Den kann ich jetzt einfach klicken. Ja, und dann könnt ihr hier klicken, um die Einladung anzunehmen. Ihr habt aber eben das Fenster gesehen, wo ihr den Einladungslink auch hineinkopieren könnt. Ihr könnt das auch aus der Webseite rauskopieren und hineinkopieren. So ist es natürlich ein bisschen einfacher, Einladung annehmen. Ja, und jetzt sind wir auch das erste Mal hier in unserem Discord-Account, den wir neu angelegt haben. Hier oben ist unser eigenes Profil. Hier seht ihr schon den Enjoy Your Bike Server, dem ihr gerade beigetreten seid.
Oben noch die orange Warnmeldung, die E-Mail zu verifizieren. Das mache ich jetzt mal schnell. Das ist erledigt. Die Warnmeldung verschwindet. Unser Discord-Server ist noch relativ schmal. Das heißt, es gibt nur drei Punkte, die wichtig sind. Einen allgemeinen Sprachchat, wo ihr übrigens auch immer ganz, ganz viele Infos von unseren Hörern und Zuschauern seht und ja, viel, viel Austausch stattfindet. Dann gibt es einen Ingo und Dan-Kanal. Den nutze ich, um Ankündigungen zu machen, also wirklich Sachen, die, damit ihr sie auch wiederfindet. Vielleicht, da ist auch eine kleine Discord-Anleitung, was Push-to-Talk und so weiter angeht. Das erkläre ich hier aber auch gleich nochmal. Ja, und ganz wichtig ist der Discord-Sprachkanal. In meinem Fall muss die Webseite jetzt erstmal um Erlaubnis fragen. Ja, und ihr habt gesehen, ich habe einfach nur hier oben draufgeklickt und bin sofort verbunden. Vielleicht habe ich das ja aus Versehen gemacht und möchte gar nicht verbunden sein. Dann kann ich hier auf das Symbol klicken und die Verbindung trennen. Das Ganze funktioniert jetzt gerade im Internetbrowser. Es gibt aber auch die sogenannte Discord-App. Die kann ich jetzt auch mal öffnen. Ja, und auch hier habt ihr die gleiche Oberfläche wie im Internetbrowser. Auf dem Smartphone sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Ihr habt jetzt hier den Sprachchat. Ja, und ihr müsst dann hier auf die linke Seite klicken und dann habt ihr auch hier die verschiedenen Kanäle. Und auch hier kann ich dem Zwift-Event Sprachkanal, dem Sprachchat beitreten und auch wieder entfernen. Das heißt, das ist alles geräteübergreifend möglich und im Grunde, wenn man es einmal eingerichtet hat, auch sehr, sehr einfach. Kommen wir nun zum Thema Push-to-Talk, beziehungsweise wie spreche ich denn, wie funktioniert das, wenn so viele Leute in einem Chat, in einem Sprachchat drin sind, ja, dass die Verbindung klar funktioniert. Und das, was wirklich super funktioniert bei Discord ist, die haben da wirklich eine extrem gute Technologie dahinter, dass sie es irgendwie hinkriegen, dass es nicht nur Kauderwelsch ist und dass die Sprachqualität auch sehr gut ist. Also wirklich, wirklich gut. Aber man muss ein paar Regeln beachten. Ich für unseren Server, weil wir letztens wirklich mit 400-500 Leuten da drin waren, habe ich jetzt, ja, haben wir das offen gelassen in dem Sinne, dass man einfach spricht und in dem Augenblick aktiviert die Sprache den Kanal, öffnet den Kanal und man spricht. Man muss keine Taste drücken und gar nichts. Das bedeutet aber, dass wirklich jeder von den 500 Leuten sein Mikrofon stumm schalten muss. Das ist hier unten dieses kleine Symbol, stumm schalten, nicht stumm schalten. Leider, bei 500 Leuten vergisst das mal einer oder kennt die Funktion nicht und dann hört man die ganze Zeit Zwift-Gepiepse oder den Smart Trainer oder bergauf ist einer wirklich am Hecheln und so weiter. Deswegen haben wir für unseren Kanal jetzt entschieden, wir benutzen nur noch die Funktion Push-to-Talk. Push-to-Talk bedeutet, ich muss eine Taste festlegen, die ich drücke und die gedrückt halten, während ich spreche. Damit wird ausgeschlossen, dass einer vergisst, das Mikrofon stumm zu schalten. Aber habt ihr einen eigenen Server und fahrt mit 3, 4 Freunden, ist das eine nervige Funktion, weil da wäre es natürlich schlau zu sagen, mit 4 Leuten kriegt man es schon hin, ja, diszipliniert alles auf stumm zu schalten und wieder auf offen zu schalten, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit die Taste gedrückt halten. Insbesondere deshalb, weil man mit 4 Leuten meistens auch, ja, offener und länger quatscht und dann muss man nicht immer klicken, nicht klicken und so weiter. Da kann man das Mikrofon vielleicht auch einfach auflassen, zumindest dann, wenn alle Kopfhörer tragen. Also, ganz, ganz wichtiger Punkt, Push-to-Talk für große Events. Ja, und einfach Sprachaktivierung, Kanal offen lassen und Mikrofon stumm schalten, wenn man nicht gehört werden möchte, wenn man in kleinen Gruppen unterwegs ist. Ihr müsst euch, was die Einstellung angeht, bei unserem Server gar keine Gedanken machen. Wenn ich hier auf Enjoy Your Bike gehe, ist immer Push-to-Talk aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Sprachkanal gehe, dann bin ich automatisch stumm geschaltet, weil Push-to-Talk aktiviert ist. Und wenn ich jetzt das Mikrofon aufheben möchte, dann kommt hier schon so eine Meldung, zu Push-to-Talk wechseln. Das mache ich jetzt. Das hilft mir am Computer jetzt aber noch nicht weiter, weil jetzt, wo ist denn die Taste, mit der ich sprechen kann? Wenn ich jetzt hier drauf drücke, hallo, 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 passiert nichts. Selbst wenn ich jetzt das Mikrofon aufmache, können die anderen mich nicht hören. Ja, warum? Normalerweise, während ich spreche, würde um meinen kleinen Avatar herum ein grünes Symbol auftauchen. Das heißt, dann würde man mich hören. Und jetzt muss ich leider in die Einstellungen gehen und das ist am Computer ja wirklich was, was, wenn ich es euch jetzt nicht zeigen würde, ihr vielleicht gar nicht finden würdet. Also ich gehe hier in die Einstellungen und muss es selber jetzt erstmal suchen, Sprach- und Videochat. Da habe ich zwar Push-to-Talk schon aktiviert, aber ich habe noch keinen Hotkey aufgenommen. Ohne Hotkey funktioniert diese Push-to-Talk-Geschichte nicht. Das heißt, ja, auch wenn er da jetzt hingewechselt hat, ohne Hotkey keine Chance. Das heißt, ich muss jetzt den Hotkey aufnehmen.
und gucken, ob er das genommen hat. Ja, ihr seht das, das ist die kleine Leertaste. Finde ich am Computer gar nicht doof. Kann jetzt hier aus den Einstellungen wieder rausnehmen. Das sind auch die einzigen Einstellungen, die ihr wirklich euch merken müsst. Push to talk, zumindest am Computer. Am iPhone ist es ein bisschen einfacher, da wird so ein Button eingeblendet, zeige ich euch gleich. So, wenn ich jetzt die Leertaste drücke. Hallo, hallo, hallo. Ja, learning by doing, das mit der Leertaste war keine gute Idee. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendeine Taste nehmt, einen Buchstaben oder eine Leertaste, habt ihr leider das, zumindest am Computer in dieser App, im Browser war das nicht das Problem, da hat das nämlich ganz gut funktioniert, habt ihr leider das Problem, ja, dass er automatisch ins Chatfeld springt und da anfängt zu schreiben, aber euch nicht sprechen lässt. Das heißt, ich nehme jetzt ein neues Hotkey, ich nehme hier auf die Control-Taste. Die wird hier mit so einem kleinen Dreieck gezeigt. Ich bin hier noch stumm geschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt die Control-Taste drücke, passiert nichts. Ich muss einmal das Mikrofon aufmachen. Das Mikrofon ist offen. Und jetzt drücke ich die Taste. Ihr seht, da kommt ein grüner Balken drumherum. Und höre wieder auf. Das heißt, in dem Augenblick können mich die Leute hören. Ich kann also auch an meinem grünen Kreis um meinem Avatar herum erkennen, okay, jetzt hören mich die Leute, jetzt nicht mehr. Und die Kontrolltaste ist hier ganz gut gelegen, hier unten links, je nachdem, wenn ihr den Computer nutzt, ist das ganz gut. Ja, so funktioniert also Push-to-Talk. Die meisten von euch werden aber Smartphone oder vielleicht ein iPad benutzen. Ja, und auch auf dem Smartphone könnt ihr hier in die Einstellung gehen, könnt den Eingabemodus ja, von Sprachempfindlichkeit auf Push-to-Talk wechseln und in dem Augenblick Mikrofon aufmachen. Ihr hört mich nicht. Jetzt hört ihr gleich das Echo hier. Ich gehe mal mit meinem Mikrofon näher dran. Ich drücke jetzt auf Push to Talk. Hallo, hallo, hallo. Ihr hört, dass es hier ankommt. Ja, und auch hier am Computer Control-Taste drücken. Zack, zack, zack. Und dann hört ihr, dass das hier aus dem iPhone-Mikrofon auch rauskommt. Also das war der wichtigste Punkt in diesem Video, weil es gibt ja nichts Frustrierenderes, als nicht mit uns sprechen zu können während der Fahrt. Also, probiert das aus. Ihr dürft diesen Zwift-Event-Sprachkanal auch tagsüber, wann immer auch ausprobieren. Testet das vielleicht vor Mittwochabend und sprecht da rein und guckt, ob ihr diesen grünen Ring seht oder nicht. Weil daran der grüne Ring zeigt immer, dass ihr sprecht. Ganz einfaches Ding. Ich hoffe, das hat jetzt geholfen. Jetzt zeige ich euch mal, wie man einen Server anlegt. Und zwar kam ganz häufig hier die Frage, Mensch, Ingo, kannst du nicht mal für verschiedene Regionen verschiedene Sprachkanäle oder Kanäle hier anlegen, damit sich die Leute in den Regionen vielleicht zum Radfahren verabreden können, einfach privat. Das wird ein bisschen viel hier in unserem Account, aber wenn ihr selber einen kleinen Server anlegt und ich mache hier eine kleine Rubrik rein in die Textkanäle, wo ihr diesen Server bewerben könnt, wo ihr sagen könnt, hier, ich komme aus Hannover-Anderten oder aus Hannover, alle, die Bock haben, hier rein, dann können wir uns zum Radfahren verabreden. Das gleiche für Braunschweig. Braunschweig? Gibt es Braunschweig überhaupt? Peine. und bis hin München und so weiter. Das sind ja unzählige kleine Gruppen, die sich über unsere Plattform hier finden könnten. Ja, und da bin ich natürlich gerne behilflich, euch jetzt zu zeigen, wie man einen Server einrichtet. Aber als erstes lege ich hier mal einen Textkanal an. Einen neuen Textkanal. Ankündigungen. Ja, ich habe das Ganze jetzt regionale Serverankündigungen genannt. Ich habe das auf meinem Account erstellt. Ihr seht auch, dass das live hier direkt gleich rübergegangen ist in euren oder beziehungsweise in unseren Testaccount, den wir jetzt hier fürs Video nutzen. Ja, jetzt gibt es ja hier auch mit dem Ausrufungszeichen schon gekennzeichnet die Möglichkeit, einen Server anzulegen. Erstelle deinen eigenen Server, alles klar. Ihr seht schon an der Sprache, dass das aus der Gaming-Szene kommt. Ich sage jetzt hier mal, selber erstellen, für mich und meine Freunde oder für einen Club oder eine Community. Sagen wir mal für mich und meine Freunde. Nenne den jetzt, wir probieren was aus. Dann gibt es hier so ein Level-System, das ignorieren war. Got it. Ja, und jetzt habt ihr natürlich keine Freunde da drin bisher. Oh ja, und das geht dann ganz einfach, Leute einladen. Ja, und dann habt ihr hier diesen altbekannten Einladungslink, den ihr vorhin schon klicken musstet, um unserem Server beizutreten. Den könnt ihr auf niemals ablaufen setzen, damit der sozusagen nicht irgendwann verfällt. Wenn ihr den jemanden schickt, wo er verfallen soll, macht er den Haken nicht. Ich drücke jetzt hier auf Kopieren. Ja, und dann könntet ihr theoretisch in unserem Kanal hier sagen, hier der Einladungslink. Ja, und dann einfach posten und hoffen, dass jemand beitritt. Ich lösche das jetzt ganz schnell, weil das ist ja nur so ein Testserver. Und
Damit habt ihr die Chance, euch mit euren eigenen Freunden zu verabreden. Bisschen vorsichtig sein, diese regionale Servergeschichte solltet ihr ja sehr, sehr sparsam benutzen und auch wirklich nur dann, wenn ihr wisst, ihr habt eine kleine Community, die miteinander fahren will. Ich werde das hier im Discord vielleicht auch nochmal ankündigen und reinschreiben, wie da die Regeln sind und so weiter. Wenn ihr eure eigenen Freunde einladet, von denen ihr die WhatsApp habt und so weiter, schickt den Link per WhatsApp an eure Freunde, schickt den Link wie auch immer per E-Mail an eure Freunde oder packt ihn so wie wir auf eure Webseite. Dafür braucht ihr nicht unseren Account zu nutzen. Aber wenn Enjoy Your Bike, ja, Freunde, die mit uns hier Radfahren, sich gemeinsam verabreden wollen, stelle ich gerne ja, diesen kleinen Sprach- oder Textkanal zur Verfügung, wo ihr das reinposten dürft und sagen könnt, Mensch, alle, die Bock haben, mit uns hier in sagen wir mal in Lehrte, alle, die Bock haben, in Lehrte mit uns Rad zu fahren, das ist hier in der Nähe von Hannover, Mensch, tretet unserem Server bei, dann können wir uns immer verabreden. Ist ähnlich wie eine WhatsApp-Gruppe, aber vielleicht ein bisschen anonymer, weil man nicht seine Handynummer rausgeben muss und so weiter. Also, kann ja jeder entscheiden, finde ich eine ganz coole Sache. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt viel über Discord gelernt und jetzt müsste jeder in der Lage sein, das zu nutzen. Jetzt ist natürlich vielleicht die Frage von euch, ja, wie verbinde ich das Ganze mit Zwift? Ja, gar nicht. Ihr fahrt ganz normal Zwift, das läuft parallel. Und ich würde immer sagen, es geht, glaube ich, auch, dass ihr Zwift auf dem iPad laufen lässt und Discord im Hintergrund in die Kopfhörer rein und so weiter. Das funktioniert mit Multitasking. Ich bin eher ein Freund, lieber ein extra Gerät. Das heißt, auf meinem iPhone läuft vielleicht Discord und auf meinem Tablet läuft Zwift. Dass ihr das vielleicht trennt. Oder auf dem Notebook läuft Zwift und auf dem Smartphone Discord, wie auch immer ihr das macht. Und gerade mit dem Push-to-Talk, wenn ihr Zwift im Vordergrund laufen habt und im Hintergrund läuft Discord, weiß ich nicht, ob die Taste angenommen wird für Push-to-Talk, um dann reinzusprechen. Es ist aber auch klar, ihr seid vielleicht ein bisschen scheu, habt keinen Bock zu sprechen, nutzt es vielleicht trotzdem, um zuzuhören. Ich weiß, dass wir wirklich eine riesen Liste von Leuten haben, die nie irgendwas reingesprochen haben, die einfach nur zuhören, was wir quatschen. Insbesondere Dan und ich werden ja relativ viel quatschen, so als Veranstalter. Also da kommt immer was Interessantes raus, da lernt man auch immer ein bisschen was. Also auch einfach reinwählen und zuhören. Ansonsten, ja, möglichst auf zwei Geräte verteilen, Zwift und Discord. Und dann muss man schon sagen, ohne Discord macht es wirklich nur vielleicht ein Zehntel so viel Spaß, weil man wirklich das Gefühl hat, man ist in einer Gruppe unterwegs, man kann quatschen mit Leuten, so wie im echten Leben. Ja, und das macht das Radfahren im Keller alleine noch ein bisschen eher realistischer, noch ein bisschen mehr dieses Gefühl, man ist nicht alleine. Und das ist es wert, sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, ich habe jetzt alles erklärt, was es gibt. Und das Video ist viel, viel länger geworden als geplant. Ich freue mich drauf. Morgen Abend geht es wieder los, 20 Uhr. Die nächsten Daten sind 1.12., dann ist, glaube ich, roundabout 15.12., dann gibt es eine kleine Pause und dann Mitte Januar, Ende Januar und dann wahrscheinlich Mitte Februar und so weiter, Ende Februar nochmal. Wir versuchen im Zwei-Wochen-Takt zu bleiben, nur über Weihnachten eine kleine Pause. Ich freue mich drauf, macht tierischen Spaß mit euch da auf Zwift zu fahren und wir sehen uns. Ciao. Und ich spreche. Warum kann ich denn frei sprechen? So, wenn ich jetzt die Leertaste drücke. Hallo, hallo, hallo. Kann ich sprechen? Nee, das ist falsch gewesen. Siehst du, schon wieder eine Fehlerquellung. Sobald man da unten in dem Chat drin ist, funktioniert das natürlich nicht. Nein, warum geht er denn da jetzt rein? Test, Test, Test. Test, Test, Test. Test, Test, Test. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Test, Test, Test. 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 Test, Test, Test.